So, dann haben wir noch Sonstiges. Mein Format für die Mobile Games heißt ja momentan Energy's Weekly Review. Das Problem dabei ist aber, ich weiß nicht, ob ich das im Titel stehen lassen soll. Also, das Format behalte ich auf jeden Fall so im Namen, aber ob es im Titel Sinn macht auf YouTube, ist so eine Frage. Ich würde halt eher so eine Frage stellen, also eine Frage in den Titel. Zum Beispiel habe ich das jetzt umgeändert in: Lohnt sich Call of Duty Mobile? So als Frage. Weil Fragen sind angeblich so ein bisschen der Eyecatcher. Wenn du auf YouTube hoch und runter scrollst, hast du halt, bist du eher gewillt auf eine Frage zu, also du stellst dir irgendeine Frage. Zum Beispiel, du bist jetzt jemand, der sagt, ey, lohnt sich eigentlich dieses Call of Duty? So, und wenn du dann einen Text liest, der steht, lohnt sich Call of Duty, also quasi genau deine Frage, bist du eher drauf gewillt, das anzuklicken, um zu sagen, hat der für mich eine Antwort, als wenn da steht, Call of Duty lohnt sich nicht. Ist ein bisschen mindblowing. Sind aber alles sehr, sehr gute YouTube-Tipps von einem, von Jan. Ich kenne den. Hat über so ein Video seid ihr mit Sicherheit auch schon mal gestolpert, und zwar Jan von So geht YouTube. Ich bin momentan in so einer 14-Tage-Challenge dran, die der kostenlos anbietet, wo er immer so kleine Kniffe bei YouTube-Videos erklärt und auch anleitet. 14 Tage, ich bin jetzt bei Tag 10, 100 Abonnenten-Challenge. So hat er sein Programm genannt. Ich bin jetzt bei Tag 10 und habe 8. Was nicht schlecht ist. Okay. Ich soll auch innerhalb dieser 14 Tage eigentlich 4 Videos schneiden. Was unmöglich ist. Ich kann keine 2 Videos in einer Woche schneiden. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich das jetzt für mich. So, meine 14 Tage sind jetzt quasi 4 Wochen. Also einen Monat, wo ich jede Woche ein Video hochlade. Mit den Tipps von euch oder dem Feedback von euch und den Tipps von diesem Jan von So geht YouTube. Und dann versuche ich so die YouTube-Videos ein bisschen zu verbessern. Hat funktioniert, also nochmal vielen Dank an euch über das ganze Feedback von Call of Duty. War auf jeden Fall ganz cool. Hat auch mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist natürlich so, ist. Es hält halt auf, ne? Also ich muss halt eine Sache, die mir nicht gefällt, 4-mal einsprechen. Dann muss ich den Sound wieder drüber legen, muss gucken, passt das jetzt wirklich zu dem, was ich überhaupt da gerade zeige? Merkwürdig. Vor allen Dingen mache ich es ja auch noch ein bisschen komplizierter. Ich mache ja das Gameplay, mache ich unabhängig von der Stimme. Das heißt, ich mache erst ein Gameplay, dann schneide ich dieses Gameplay zusammen, rede dann über das Spiel und schneide dann das Geredete zum Gameplay. Könnt ihr mir folgen? So ungefähr. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Manche spielen ja auch einfach und reden dabei. Aber das funktioniert bei mir überhaupt nicht. So, dann habe ich zum Beispiel eine Sache, wenn ich jetzt über diesen Stream hier zum Beispiel, kann ich nachher YouTube machen. Und dann schneide ich einfach Sachen raus. Und das ist ein kurzes Video. Zum Beispiel, was ich hier anbieten würde, ganz, ganz cool wäre zum Beispiel diese einzelnen Segmente kurz gecuttet. Mein Intro nach vorne und hinten dran. Und schon habe ich ein Real Talk Video für YouTube. Wäre eine Idee. Das heißt, wir haben jede Woche ein Sport, ein Gaming allgemein, ein Sonstiges, Zahlen und Fakten und eine Fragerunde. Es werden 5 Videos, wenn ein bisschen Interaktion im Chat ist, wo ich am Quatschen bin oder ihr mir Fragen stellt. Und das wär's. Das ist Erfolg auf YouTube und Twitch. Wenn es ankommt. Kommt noch nicht an, aber ich arbeite dran.